Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem neuen Webinar. Neue Ideen entwickeln. Verschlüsselung und Obfuskation meistern mit dem Softwareschutz der nächsten Generation. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich entschlossen haben, an diesem interessanten Webinar teilzunehmen. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibu Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Mein Name ist Dunja Horvath, Marketingassistentin bei Vibu Systems, und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, VP Professional Services and Security Expert, und Axel Engelmann, R&D Software Team Lead Protection Technologies, beide von unserem Firmensitz in Karlsruhe. Als kleinen Ausblick auf das heutige Webinar. Es geht um die folgenden Themen: fortschrittliche Verschlüsselungs- und Obfuskierungstechniken für den Software-Suite, wie AX Protector Compile-Time Protection sichere Code-Modifikationen während der Kompilierung ermöglicht, um Reverse Engineering zu verhindern. Wir vergleichen diese neue Lösung mit dem klassischen AX Protector und stellen die Highlights vor: kompletter und modularer Anwendungsschutz, lizenzfreier Schutz, Code-Moving zum Auslagern von ausführbarem Code, erweiterte Obfuskierungsoptionen und Code-Meter Protection Suite Runtime. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Für alle, die heute dabei sind, haben wir am Ende des Webinars einen eigenen Teil für Fragen und Antworten reserviert. Wir möchten Sie herzlich ermuntern, Ihre Fragen im Live-Chat zu stellen, wenn sie Ihnen in den Sinn kommen. Sollten wir während der Live-Diskussion nicht auf Ihre Fragen eingehen können, werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt persönlich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen, haben Sie die Chance, eine 4-stündige kostenlose CodeMeter-Beratung zu gewinnen, durchgeführt von den Experten unseres Unternehmens. Am Ende des Webinars wird automatisch ein neues Fenster geöffnet. Hier können Sie in einem kurzen Quiz Fragen beantworten. Unter allen, die die Fragen richtig beantworten, wird ein Gewinner gezogen, der bei der Veröffentlichung des Webinars bekannt gegeben wird. Der Gewinner wird automatisch von weiteren Verlosungen im Jahr 2024 ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass der Fragebogen auch Fragen enthält, mit denen wir die Qualität dieses Webinars beurteilen können. Diese Fragen sind optional, aber Ihr Feedback ist für uns sehr wichtig, um die Qualität unserer Angebote zu verbessern und unsere Online-Veranstaltungen noch gezielter auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Und nun übergebe ich an Rüdiger und es geht los. Ja, Dunja, vielen Dank für die Einleitung. Mein Name ist Rüdiger Kügler und zusammen mit Axel Engelmann wollen wir Ihnen in den nächsten 50 bis 55 Minuten AX Protector CTP vorstellen und auch im Vergleich dazu zum, sag ich mal, klassischen AX Protector, den der nur AX Protector heißt. Was ist da anders, was ist besser? Hallo von meiner Seite. Ja, vor etwa 5 Jahren, vielleicht waren es auch ein paar Monate mehr, standen wir so vor der Herausforderung, dass wir unsere eigene CodeMeter Runtime, den Schutz, den wir dort eingebaut hatten, nochmal verbessern wollten und auf ein neues Level heben wollten. So ein bisschen, wer CodeMeter kennt, weiß vielleicht, die CodeMeter Runtime ist der Dienst im Hintergrund, Windows-Dienst, Service oder Linux-Daemon, der die Dongles zusammensucht, Lizenzdateien verwaltet, die Eigenschaften vom Rechner für die Lizenzbindung ermittelt, mit der Cloud sicher kommuniziert, eine verschlüsselte Kommunikation mit dem Dongle aufbaut und nach oben die Lizenzinformationen für die Anwendung zur Verfügung stellt. Parallel dazu haben wir schon immer AX Protector, das heißt schon immer seit über 20 Jahren ein Tool AX Protector, früher hieß es CM-Crypt, davor WK-Crypt. Und mit dem Tool kann ich einen Executable, Exe, DLL, Shared Library nehmen, verschlüsseln. Und wenn die passende Lizenz da ist, dann startet es. Wenn die passende Lizenz nicht da ist, dann startet es nicht. So, und
Die Idee war, ja, können wir denn den AX Protector nehmen? Haben wir festgestellt, ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil wenn ich jetzt, um die Code mit der Runtime zu verschlüsseln oder um sie dann zu starten, die Code mit der Runtime benötige, weil ich brauche halt die Lizenz, dann ist das schon ein bisschen so ein Kreis, Henne-Ei-Problem. Und dann kamen wir zu einem Punkt, den AX Protector, Classic, können wir da nicht einsetzen, um unsere eigene Runtime zu schützen. Und dann haben wir so ein bisschen geschaut, was gibt es denn für Drittanbieter, die vergleichbare Tools bieten, die so eine Obfuskierung, Verschlüsselung von einer Exe, DLL, einfach anbieten. Und wir haben nichts gefunden, was auch nur annähernd an unsere Anforderungen rankam. Ja, und dann war die Entscheidung für uns gefällt, wir entwickeln ein eigenes Tool, mit dem ich genau diesen Anwendungsfall abdecken kann, haben dann ein internes Tool entwickelt. Und mit dem Tool schützen wir jetzt seit über 5 Jahren aus meiner Sicht die Code mit der Runtime. 2, 3 Jahre später kamen dann Kunden auf uns zu und hatten ähnliche Anforderungen. Die Software soll nur gegen Reverse Engineering geschützt sein. Wir brauchen keine Lizenzierung. Wir haben die Anforderungen, dass es eben über Obfuskierung auch noch im Speicher, da kommt Axel gleich noch zu, wo sind denn die Bedrohungsszenarien, Angriffsszenarien und wann ist was von beiden besser? Wir wollen im Prinzip auch noch so eine Obfuskierung haben für einen Schutzlevel, auch wenn der Angreifer die Lizenz besitzt. Ja, und dann ist aus dem internen Tool im Prinzip ein Produkt geworden, der AX Protector CTP für Compile Time Protection, weil er sich, wie wir dann in der nächsten Folie gleich sehen werden, zu einem anderen Zeitpunkt in die Toolchain entsprechend einhängt. So, jetzt habe ich auch viel erzählt über Schutzbedürfnisse, Schutzlevel, Unterschied, Encryption, Obfuscation. Axel, vielleicht kannst du das ein bisschen systematisch mal beleuchten. Richtig. Fangen wir erstmal an mit den beiden Begriffen Encryption und Obfuscation. Also das sind zwei unterschiedliche Techniken und da beleuchten wir erstmal, dass bei der Verschlüsselung der Programmcode an und für sich lediglich in eine andere Form, ich sag mal, transformiert wird, aber die Größe des Programmcodes bleibt gleich. Aber die Transformation, also die Verschlüsselung, wird natürlich über ein sicheres Schutzverfahren, wie zum Beispiel AES, realisiert, was dann nur mit dem entsprechenden Entschlüsselungsschlüssel dann wieder entschlüsselt werden kann. Insofern, die Anwendung bleibt mehr oder weniger gleich groß, ist aber sehr sicher geschützt. Bei der Obfuskierung geht man ein bisschen einen anderen Ansatz. Dort bleibt der Code mehr oder weniger im Klartext, wird aber über bestimmte Techniken so weit aufgebläht, dass er in seiner Komplexität so zunimmt, dass Analysen auf dem Code deutlich erschwert werden. Und dadurch, dass eben der Code aufgebläht wird, sieht man auch auf der Folie, dass eben die Anwendung zunimmt in der Größe. Also das ist einfach in dem Verfahren drin begründet. Hier braucht man aber allerdings keinen Schlüssel zum Entschlüsseln, sondern der Code ist in sich sicher. Wie verhält sich das Ganze mit dem Sicherheitslevel? Und da müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Zum einen ist der Fall relevant, wo der Code nicht in Benutzung ist. Also der Code wird nicht ausgeführt, er liegt beispielsweise nur auf der Festplatte oder ist im Speicher gemappt, aber wird aktuell nicht durchlaufen. Das ist Code not in use und Code in use ist, wenn eben wirklich die Funktion ausgeführt wird, also der Prozessor, die Funktionalität, die Instruktion durchläuft. Und da sehen wir, dass bei der Verschlüsselung das Schutzniveau am höchsten ist, wenn eben der Code nicht benutzt wird. Also wenn er statisch auf Platte liegt oder im Prozess. Also da können wir auch nicht besser wehren, als Code zu verschlüsseln. Das ist die sicherste Variante, die es gibt. Die Obfuskierung kann ein hohes Schutzniveau erreichen, muss es aber nie unbedingt. Das hängt halt von den Verfahren ab, die man nutzt und auch ein bisschen, wie ist das Tooling von den Angreifern, wie ist das Know-how. Also das ist so ein bisschen eine Grauzone, die sich aufspannt, aber man kann mit aktuellen modernen Techniken schon ein sehr gutes Schutzniveau erreichen. Interessant ist jetzt der Fall, wenn Code wirklich durchlaufen wird, denn hier sinkt das Schutzlevel von einer klassischen Verschlüsselung nahezu auf ein Minimum. Natürlich muss man zu bestimmten Zeitpunkten auch noch dann die Snapshots erstellen vom Speicher oder muss halt den Punkt mitbekommen, wann der Code in Klartext vorliegt. Das gehört dazu, aber wenn man diesen Zeitpunkt erwischt, dann ist das Schutzniveau ganz niedrig, aber die Obfuskierung behält das Schutzniveau bei, wie wir hier sehen, weil eben der Code immer noch unverändert vorliegt im Speicher in seiner Komplexität, lediglich durch dynamische Analysen wie Debugging etc. durchlaufen werden kann. Wir werden aber sehen, dass mit geeigneten Verfahren auch diese Angriffe dann deutlich erschwert werden können.
Kommen wir nun mal dazu, wie wir eigentlich zum Ice Protector kommen sind und wie er intern funktioniert. Wir hätten uns natürlich als Logo auch für eine Maus oder für eine Katze entscheiden können, aber dadurch, dass der Ice Protector CTP auf dem LVM Compiler Framework basiert, was als Logo schon den Drachen hat, haben wir uns gedacht, färben wir den einfach in Vibu-Farben ein und machen ihn noch ein bisschen mehr, dass er Schutz repräsentiert, und damit ist das auch unser Maskottchen für den CTP. Der CTP hat 2024 auch den German Innovation Award gewonnen und zeigt damit auch die Relevanz und die Innovativität von dieser Schutzlösung. Rüdiger hat vorhin schon das Kürzel CTP aufgelöst. Das steht für Compile-Time Protection. Und wie Sie sehen, bieten wir hier eine Lösung für verschiedene Programmiersprachen an. Bis vor kurzem hatten wir nur C++ unterstützt, aber mittlerweile bieten wir die Lösung auch für die Rust-Programmiersprache an. Swift ist auch angedacht für die Zukunft und es sind natürlich auch viele weitere Programmiersprachen denkbar, die auf dem LVM Compiler Framework basieren. Das hängt halt ganz davon ab, wie von Ihnen die Nachfrage ist. Melden Sie sich einfach, wenn Sie eine Programmiersprache haben, die wir noch nie in unserem Portfolio drin haben, und dann werden wir unser Möglichstes tun. Axel, ich höre immer relativ oft von Kunden Microsoft, ich verwende den Microsoft Compiler. Geht es auch mit Microsoft Compiler, Visual Studio? Also man kann die Visual Studio IDE nutzen zur Entwicklung und dann unseren Vibu CTP im Hintergrund zur Kompilierung. Der AX Protector CTP fungiert als Plugin für den LVM bzw. Clang Compiler oder Rust Compiler. Das geht natürlich dann nicht, wenn man den originalen CLX-Compiler von Visual Studio verwenden will. Also wir basieren auf dem Clang- bzw. Rust-Compiler, intern LVM-Framework. Aber es ist ganz einfach, diesen Compiler auszutauschen in Visual Studio und dann eben dafür zu nutzen. Sie können auch eine beliebige andere IDE nutzen. Der CTP wird lediglich zum Kompilieren des Projektes genutzt. Apropos Kompilieren des Projektes, da brauchen wir natürlich auch noch eine Schutzdefinition, das ist die Vibu CBS Conf. Dort werden dann beliebige Parameter gesetzt, wie zum Beispiel Obfuskierung, Lizenzierung oder auch die Schutzoption zur Laufzeit. Während der Kompilierung entsteht dann das Binary, was eine Mischung aus Obfuskierung, was hier als Labyrinth dargestellt ist, und zum Teil noch aus einer Verschlüsselung besteht. Und das ist eben so ein bisschen auch die Innovation vom AX Protector CTP, dass wir das Beste von beiden Welten vereinen, also Obfuskierung des Codes und Verschlüsselung der Daten. Und diese Verschlüsselung der Daten kann dann wahlweise auch an eine CodeMeter-Lizenz gekoppelt werden. Das wird dann über die CodeMeter Protection Suite Runtime hergestellt, diese Verknüpfung, und bietet da dann auch noch die Möglichkeit, die Anwendung zu lizenzieren. Das ist aber optional, die bieten auch eine rein Obfuskationslösung, aber dazu kommen wir später. Rüdiger, wie sieht es denn nun aus mit dem klassischen AX Protector und dem CTP? Wo reihen die sich denn ein? Genau, hier sieht man mal den Unterschied zwischen den beiden Schutzmechanismen ganz eindeutig. Beim klassischen AX Protector gehe ich hin und sage, ich habe mein C, C++, Delphi, Visual Basic, Fortran Quellcode. Ich kompiliere den mit dem Compiler, rauskommt bei einem Executable oder dem Shared Object, dylib, DLL. Die wir dann, ich kompiliere und linke, genau, Object-File zwischendrin, also sieht man, linker kommt dann, exe, DLL, dylib raus, und diese exe, DLL wird dann vom AX Protector Classic genommen, wird von dem verschlüsselt und dann kommt eine geschützte Anwendung raus. So, das heißt also im Prinzip, nach dem linken Kompilieren läuft der AX Protector. Beim CTP, AX Protector CTP, ist er im Prinzip, wie Axel gesagt hat, als ein Plugin im Compiler integriert. Das heißt, während kompiliert wird, wird auch der CTP-Durchlauf gemacht, der dann den Code modifiziert. Danach kommt der Linker und natürlich auch so Sachen wie Setup bilden, kommt natürlich auf der rechten Seite dann nach Linker oder nach oben nach AX Protector Classic. Also im Prinzip der wesentliche Unterschied ist, der Compile-Time Protection wird bereits zur Kompilierzeit, das heißt er auch so, und der klassische wird im Prinzip als so eine Art Afterburner nachdem die Executable, das Executable, die DLL fertig ist, entsprechend verwendet. Jetzt haben wir davon geredet, Obfuskierung. Axel, was sind denn so klassische Obfuskierungsthemen, die wir auch im AX Protector einsetzen? Ja, im AX Protector, die CodeMeter Protection Suite Runtime, obfuskieren wir selbst mit dem CTP, und
nutzen natürlich auch, wie du vorhin auch schon sagtest, die ICP-CTP-Lösung auch für den CodeMeter-Daemon und setzen das dort ein. Aber insgesamt ist natürlich auch wichtig, wie ist denn eine Obfuskierung überhaupt aufgebaut? Was macht man denn da? Und dazu habe ich hier jetzt ein kleines Schaubild vorbereitet, wo wir im Endeffekt den Inhalt einer Funktion betrachten. Und eine Funktion besteht im Wesentlichen aus mehreren Basic Blocks, also kleinen Abschnitten, die mit einer Kontrollflussanweisung enden. Und diese Basic Blöcke können natürlich auch Daten referenzieren, was hier mit String wieder gespiegelt ist. Also String oder Read-Only-Daten, die eben drin verwendet werden. Das ist jetzt T. Und die einzelnen Blöcke oder Bubbles, die ich hier dargestellt habe, die sind dann mit Sprüngen verbunden. Und dadurch wird eben so ein Kontrollflussgraph aufgebaut. So, und nun haben wir das als Basis für unsere Funktion. Und nun schauen wir uns mal an, wie ist denn die Obfuskierungstechnik? Was machen wir denn da alles? Und da sehen wir haben teilweise Klartextblöcke immer noch, die nicht verändert wurden, also die sind so wie das Original, die in Orange, die wurden transformiert durch den CTP mit diversen Obfuskierungstechniken und teilweise kommen auch neue Basic-Blöcke hinzu, wie hier in Grau dargestellt, die dann über Opaque Predicates nennt man das, verlinkt sind. Also das sind Bedingungen, die immer in eine Richtung evaluieren, dem Angreifer aber nicht bekannt sind auf den ersten Blick. Also das muss er erst durch umfangreiche Analysen herausfinden, dass diese Bedingungen eben gar nicht dahin verzweigen. Und das macht eben dann die Komplexität enorm schwierig aufzulösen, weil eben dann der ganze Code erst exploriert werden muss. Und wir sehen auch hier, dass jetzt die Strings auch mit verschlüsselt werden können und somit eben das Gebilde schon mal wesentlich mächtiger und undurchsichtiger wird. Die wichtigste Technik aber ist die Kontrollflussverschlüsselung. Denn hier sehen wir, dass es auf einmal die Blöcke nicht mehr zu unterscheiden sind. Also wir sehen nur noch graue Böppels und ein Angreifer weiß nicht mehr, welcher davon ist jetzt ein toter Block und welcher davon ist obfuskiert oder nicht obfuskiert. Und das Wichtigste ist aber, dass eben die Verbindung zwischen diesen Blöcken nicht mehr existiert. Nur noch über die Adresstabelle. Und die ist am Ende verschlüsselt, wahlweise über eine CodeMeter-Lizenz oder eben intern über einen eingebetteten Lizenzschlüssel in die Applikation. Das ist dann, je nachdem, ob Sie den License-Free-Modus verwenden oder eine Lizenzierung anstreben. So, und nun kennen wir ja schon die Basistechniken. Schauen wir uns nun mal an, wie ein ungeschütztes Programm denn so aussieht. So, das ist sogar was ich hier lesen und erklären kann. Auf der linken Seite haben wir im Prinzip den originalen Quellcode. Auf der rechten Seite haben wir dann das, was der Compiler draus gemacht hat, ohne wenn irgendwelchen Schutz. Das heißt, oben ist so der Anfang der Funktion, dass Sachen, Load-Effekte, Adressen geladen werden. Es wird geprüft, ob das 0 ist, dann wird entweder der grüne Pfeil langgesprungen oder der rechte Pfeil in so eine Eingangsroutine. Dann sehen wir da die Schleife, wo dieser grüne Pfeil so einmal im Kreis drumherum geht. Das ist dann hier die Vorschleife. So, und das heißt also im Prinzip kann ich aus dem, was auf der rechten Seite steht, mit bisschen Grundkenntnissen von Assembler relativ schnell rausfinden, was die Software eigentlich tut. So, und das heißt also für jemanden mit entsprechender Erfahrung, der kam mit so einem Tool, IDA Pro haben wir hier verwendet. Ich sehe quasi den Programmabfluss, ich sehe also, wie die einzelnen Blöcke miteinander verbunden sind kann im Prinzip damit analysieren, relativ einfach, was das Programm macht. Das heißt, vielleicht zu einer halben Stunde wäre ich zum Stand, das ist, scheint eine Berechnung von einer Fibonacci-Folge zu sein. So, und wie sieht denn sowas aus, Axel, wenn es dann verschlüsselt ist? Das haben wir natürlich vorbereitet. Und zwar sehen wir hier wieder unsere Blöcke mit Klartextinstruktion. Man könnte meinen, oh, das sind ja jetzt auch bloß 7 Blöcke, aber der Schein trügt, denn das ist jetzt ein Ausschnitt aus der gesamten obfuskierten Funktion. Und die sehen wir unten dargestellt, also die ist wirklich riesig. Und man erkennt auch, dass die einzelnen Blöcke nicht mehr miteinander verbunden sind. Das ist eben durch die indirekten Sprünge, wo jeder Kontrollflussblock oder jeder Basic-Block immer mit einer Kontrollflussinstruktion endet, hier mit einem Registersprung und man weiß eben nicht, wohin zeigt das Register.
Natürlich kann man jetzt sich die Frage stellen, was hat das Ganze von Impact für die Performance, wenn so viele Blöcke auf einmal in der Funktion drin sind? Das ist eine berechtigte Frage. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich hier nicht alle Blöcke durchlaufen werden in der Funktion. Das ist eben gerade das, was eben diese toten Blöcke, die mir einstreuen und diese zusätzlichen Verzweigungen, die nur in ganz speziellen Fällen aufgerufen werden, durchlaufen werden, die sind nicht immer der Fall. Also wir gehen bei einer normalen Programmausführung nur durch ein Subset von dieser Funktion durch und haben aber trotzdem ein hohes Sicherheitsniveau, weil eben die ursprünglichen Funktionalitäten bzw. Instruktionen, die genutzt wurden, so weit mutiert wurden, dass eben die nicht mehr einfach analysierbar sind. Man kann sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, Angreifer hat spezielles Toolset wie in Ghidra oder IDA Pro, mit einem Decompiler kann er diese Sachen wieder zurück optimieren. Und da ist es bei uns ganz klar in unserem Testframework mit integriert, wir führen selbstständig schon ein Dekompilat auf ein Test-Binary aus und vergleichen dann den Output des Decompilers mit dem der ursprünglichen Funktion, die im Endeffekt nicht obfuskiert wurde. Und diese Ausgaben müssen sich deutlich unterscheiden, damit eine Obfuskationstechnik von uns als gut bewertet wird. Weil ansonsten wird es ja nichts bringen, wenn der Angreifer schon selber im Endeffekt die Funktion optimieren kann und damit zur ursprünglichen Plaintext-Funktion zurückkommt. Und insofern haben wir das alles bei uns im Test-Framework schon integriert, damit wir auch sicherstellen können, dass auch die modernen Tools dort nicht automatisch die Obfuskierung reduzieren können. Schauen wir jetzt aber mal an, wie denn der CDP eigentlich in ein Bildsystem integriert wird. Wir haben uns jetzt hier für das Beispiel für CMake entschieden, weil das ist zumindest der gängigste Fall, wie man ein C++-Projekt aufsetzt. In den Beispielen vom CDP finden Sie aber auch gleichzeitig Templates für Rust-Projekte, die auf dem Cargo-Bildsystem basieren. Nun aber zu dem CMake-Projekt. Wir sehen hier, wir bauen das in Release, damit auch Compiler-Optimierungen ausgeführt werden. Denn der CDP läuft nur, wenn auch tatsächlich ein Release-Build ausgeführt wird mit Optimierung. Dann führen wir hier Ninja aus und eben Hello World, einfach nur um das Programm zu starten. Das Ganze mit Integration vom CDP ist nur unwesentlich größer. Und zwar definieren wir mit dem Export der C, C und CXX-Variable, welcher Compiler genutzt werden soll. Also in unserem Fall der Bibu-Clang. Zusätzlich definieren wir uns hier noch eine Hilfsvariable, Bibu Compiler Plugin, die im Endeffekt auf dem Bibu CDP zeigt. Hier in dem Fall ist es die macOS Variante mit der dylib Endung. Wir bieten die aber auch als .dll für Windows und .so für Linux an. Mit Bibu CDP YAML Path geben wir dann den Ordner an, wo die Protection Configuration liegt, also die Datei, mit der Sie den CDP parametrisieren. Die wichtigsten Parameter sind aber CXX-Flex und C-Flex, denn die weisen dann dem CMake-Bildsystem an, welche Compile-Parameter genutzt werden sollen. In dem Fall ist es dann eben das Parse-Plugin, was den eigentlichen Schutz realisiert. Du sprachst gerade von einem Bibu-Compiler. Heißt das, wir bringen den Compiler selber mit? Das ist richtig. Wir bieten im Endeffekt einen vorkompilierten Clang- und Rust-Compiler an, weil unser Plugin muss ich bestimmten Symbolen bedienen des LVM-Frameworks. Und standardmäßig exportieren die Compiler, die man einfach so herunterladen kann, diese Symbole nicht. Wenn man aber zum Beispiel sich selber diese Compiler als Source Code sieht und dann während des Bildprozesses zwei Variablen, die den Bildprozess parametrisieren, entsprechend setzt, dann könnte man sich prinzipiell den Compiler auch selbst kompilieren und dann unseren Obfuscation oder unser Obfuscation-Plugin dann selber damit starten. Das ist möglich, aber für Einfachheit der Nutzung bundeln wir alles zusammen und dann haben Sie ein Paket, was Sie direkt einsetzen können und müssen erst lästige Kompilier- und Konfigurierarbeit selbst durchführen. Das heißt aber, wenn Sie im Prinzip eine andere Version verwenden wollen, eine ältere oder eine neuere, dann kontaktieren Sie bitte uns und unseren Support und dann schauen wir, was wir im Prinzip auch für Sie entsprechend umsetzen können. Aktuell nutzen wir die Basis LVM 18.1.7, also das ist relativ aktuell und wir sind da eigentlich auch am Zahn der Zeit und versuchen das immer auf dem aktuellsten Stand zu halten.
Gut, bevor wir zu den CTP-Features kommen, habe ich eine interessante Frage aus dem Chat bereits, die ich hier stellen möchte, Axel. Unterstützt das nur direkt kompilierende Systeme oder auch solche mit Zwischencode wie .NET und Java? Okay, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Der Weboot CTP unterstützt aktuell nur kompilierende Systeme auf Basis des LVM-Frameworks. Und damit sind natürlich grundsätzlich erstmal .NET und Java ausgeschlossen. Ich meine, man kann natürlich argumentieren, dass man .NET mit einem LVM-JIT zur Laufzeit oder mit irgendwelchen Ahead-of-Time-Compilern über das LVM-Framework dann prinzipiell auch obfuskieren könnte. Aber da haben wir noch keine, Lösung dafür. Jetzt aktuell, wo wir einen großen Nutzen dafür sehen, wir wollen, wenn dann direkt gegebenenfalls den MSIL-Code obfuskieren in mittlerer Zukunft, nenne ich es jetzt mal. Unsere aktuellen Prioritäten richten sich eher danach, dass wir bei .NET das Automatic Code Moving erstmal anbieten wollen, zu dem wir dann später noch kommen. Für Java haben wir tatsächlich schon eine Obfuskierung, die man anschalten kann. Die funktioniert zwar ein bisschen anders als die Features, die wir hier zeigen, aber die ist auch zumindest was eine Code-Obfuskierung angeht, mächtiger, als wenn man sie gar nicht durchführt. Ich habe auch die Frage ganz bewusst hier an der Stelle vorgelesen, Axel, weil im Prinzip, wenn wir jetzt gleich die Features vom AX Protector und AX Protector CDP vergleichen, dann zum Vergleich dazu macht .NET einige Sachen nochmal ganz anders und hat damit schon .NET aus meiner Sicht einen viel höheren Schutzlevel als der AX Protector Classic, weil eben dort die Anwendung schon in viele kleine Häppchenmethoden zerlegt wird, die sich erst dynamisch zur Laufzeit entschlüsseln. Das heißt, bei .NET habe ich von Haus aus schon mal einen viel höheren Schutz durch unseren AX Protector, als ich das bei einer C++-Anwendung hatte. Und deshalb quasi ist durch die Notwendigkeit für so einen CTP eigentlich bei Native aus meiner Sicht viel höher als bei .NET. Wie gesagt, wie Axel sagte, auf der Roadmap haben wir prinzipiell auch dafür zukünftig Advanced Obfuscation Technology oder Technologien, aber eben jetzt ohne einen konkreten Termin nennen zu können. Aber kommen wir zurück zum AX Protector Classic und AX Protector CTP. Wenn Sie heute den AX Protector schon einsetzen, dann wissen Sie, da gibt es verschiedene Funktionen. Die eine ist Automatic Protection. Das heißt, ich sage, diese Anwendung, diese Exe mit einer Lizenz versehen, Lizenz da, Anwendung geht, Lizenz nicht da, Anwendung geht nicht. Dieses Feature haben wir beim AX Protector CTP natürlich auch. Das heißt, Sie können also sagen, hier ist mein Source Code, daraus kompiliere ich eine Exe, eine DLL. Diese Exe DLL soll im Prinzip dann geschützt werden mit lizenziert werden mit einem Firmencode, Produktcode. Und das heißt, sie geht nur noch, wenn der da ist. Wir sehen dann, oder haben gesehen, dass ja Axel sagt, wir versetzen Verschlüsselung dann ein, an einigen Stellen, um dann die Sprünge wieder auflösen zu können. Und die Sachen sind dann eben genau mit diesem Firmencode, Produktcode verschlüsselt. Zweites Feature, Modular Protection, Modular Licensing. Ich habe eine Exe, eine DLL, will aber unterschiedliche Funktionen darin lizenzieren. Zum Beispiel habe ich neben Fibonacci noch irgendwas anderes, was ich lizenzieren möchte. Ich glaube, da hat Axel auch ein Beispiel vorbereitet, sodass ich sage, okay, mit dem einen Produktcode das eine, mit dem anderen Produktcode das andere. Und das Gleiche kann ich machen, sowohl mit dem AX Protector Classic als auch mit dem AX Protector CTP. Wir werden nachher noch sehen. Ich persönlich finde sogar, dass man das mit dem CTP ein bisschen intelligenter und einfacher machen kann, vor allen Dingen mehr, eigentlich würde ich sagen, reliable, also mehr im Prinzip schon in sich konsistent, sodass Fehler in der Konfiguration außen eher weniger passieren können. License-Free-Modus, das heißt, gerade wenn ich so eine Freemium, so eine Klasse oder so ein neues Wort Freemium-Version machen möchte, also sprich eine Software, die prinzipiell erstmal losläuft, trotzdem geschützt sein soll, und bei der nur einige Funktionen eben Geld kosten. Das kann ich mit diesem License-Free-Modell machen, beziehungsweise ich habe irgendeinen Viewer, eine Runtime, die ich kostenfrei rausgebe, aber trotzdem, wie gesagt, eben schützen möchte gegen Reverse Engineering. Und auch dieses Feature License-Free oder Unbound License geht sowohl mit AX Protector Classic als auch AX Protector CTP. Sie sehen, das ist fast alles identisch vom Funktionsumfang her. Code Moving ebenso. CDP und Classic, Code Moving geht bei beiden. Und auch hier, wie beim modularen Schutz, behaupte ich, es geht mit CDP einfacher und
eleganter, weil ich nämlich hier nicht extra die Sachen in eine spezielle Datei auslagern muss, sondern ich muss sie nur im Code entsprechend markieren und Axel erzählt dann nachher, welche Magie wir hier ganz automatisch tun. Also wie gesagt, geht in beiden, CDP eleganter. File Encryption, ich kann Datendateien wie Konfigurationsdateien verschlüsseln und die dann zur Laufzeit laden und auch hier natürlich geht bei beiden. So, und jetzt kommt der einzige Unterschied, nämlich der Unterschied Advanced Obfuscation und das ist etwas, was nur mit dem CTP geht. Das heißt, während wir also im AX Protector Classic die Software verschlüsseln, können wir bei CDP die Software zusätzlich noch obfuskieren. Und da werden wir noch ein paar Sachen sehen, die über diese normale Kontrollfluss mit Obfuscation hinausgeht. Und das ist im Prinzip der wesentliche Unterschied zwischen CDP und Classic. Das geht nämlich nur mit CDP. Bei modularen Licensing für Fehlerhandling brauche ich WPI, geht bei beiden. Wenn ich Fehlerausgaben customizen möchte, gibt es eine CPS-Events bzw. eine User-Message, die aber beide im Prinzip sehr vergleichbar sind vom Funktionsumfang, gibt es bei beiden. Sicherheitsfeatures wie Fallen, die eingestreut werden können, gibt es bei beiden. Sicherheitsfeatures wie Debugger-Erkennung und so weiter haben wir bei beiden. Also im Prinzip die gleichen oder vergleichbaren Sicherheitsfeatures und auch verfügbar für alle Plattformen, für die wir Native-Programming haben, nämlich für Windows, macOS und Linux, gibt sowohl den klassischen als auch den CTP. Hier in der Kompatibilität, auch hier nachher nochmal ein Wort von Axel dazu, natürlich viel besser bei CTP, weil wir hier auf dem System bereits bei der Kompilieren eingreifen und nicht irgendwie den Code dann später zur Laufzeit verändern müssen. Und Axel, da habe ich auch vorhin noch eine Frage, eine halbe Stunde vor dem Webinar, fragte mich ein Kunde, ob ich denn auch eine Anwendung für Windows ARM mit CTP schützen kann. Geht das denn? Mit der Version, die wir noch herausbringen werden, mit der 1160, haben wir dafür schon Unterstützung. Also da kann man auch dann für Windows, für ARM Anwendungen kompilieren, die dann auch lauffähig sind. Auch eine Lizenzierung ist dort vollkommen möglich. Also wir sind zumindest ready für die neue Marschrichtung, die Microsoft da anstrebt, auch auf dem ARM-Prozessor jetzt Fuß zu fassen. Das ist alles mit CDP möglich und dann später natürlich auch für AX-Protector Python, .NET und JavaScript. Aber bleiben wir mal beim AX-Protector CDP. Gucken wir uns jetzt erstmal, wie die Schutzdefinition noch aussieht. Wenn ich zum Beispiel Advanced Obfuscation einstreuen möchte, das geht mit einem Dreizeiler Options, Obfuscation Code True und damit bin ich fertig. Einfach kompilieren und die Anwendung ist vor Reverse Engineering sehr gut geschützt. Wenn man zusätzlich aber noch eine Lizenzierung nutzen möchte oder auch nur Lizenzierung, das geht natürlich auch, dann kann man wie gewohnt von AX-Protector Python, JavaScript und .NET die Sektion für Licenses und License List nutzen und auch diese Runtime-Check-Option. Das ist alles wie gehabt möglich. Also Sie sehen, wir versuchen hier schon mit einer Denkweise oder einer Schutzdefinitionsdenkweise versuchen jetzt alle Produkte in dieselbe Richtung zu bringen, damit man eben, wenn man ein Produkt kann, alle anderen auch zur Verfügung hat mit denselben Parametern. Gut, aber ich denke, wir wollen uns jetzt langsam mal angucken, wie denn das Ganze funktioniert. Zumindest ist das ja immer der spannende Part. Und da zeigen wir Ihnen, wie die Automatic und Modular Protection funktioniert und wie Sie auch eine Freemium-Version mit License-Free umsetzen können. Gehen wir direkt mal ins Eingemachte, in die Automatic Protection und gucken wir uns erstmal an, wie denn unser Programm aussieht, was wir schützen wollen. Und wir sehen, ich fange mal von ganz unten an, es geht darum, dass ein Wert eingegeben wird und für den Wert kann entweder der Fibonacci-Wert berechnet werden oder die Fakultät, je nachdem, welchen Modus man auswählt. So, was haben wir dafür? Wir haben zwei Funktionen, eine Fibonacci-Funktion und die Fakultätsfunktion, also so wie man es eigentlich erwarten würde. Wie sieht unsere Schutzkonfiguration aus? Ganz simpel, weil wir wollen ja globalen Schutz haben, deswegen License List 0 mit einer Basislizenz 6.010.13. Easy. Wie sieht unsere CMake List aus? Hier sieht man, ich setze jetzt diesen C und CXX, diese Umgebungsvariable, setze ich nicht mehr von außen, sondern ich habe das direkt in CMake integriert. Nehme ich in der Zeile 5 bis 7. Hier setze ich den Compiler auf clang.clexe und damit ist das erledigt.
Die YAML setze ich hier als Definition minus D Vibu CDP YAML Path und dort übergebe ich die Global Vibu CBS Conf. Und natürlich jetzt noch der eigentliche Kern der ganzen Obfuskierung, nämlich der Vibu CDP, den ich als Plugin in den C und CXX Flex übergebe. Am Schluss eine normale CMake-Projektkonfiguration. In dem Fall habe ich nur eine Source-Datei, nämlich die main.cpp und weise sie dieser Exe zu. Okay, versuchen wir jetzt mal, das Programm zu bauen. Da gehen wir zuerst in den Ordner rein, erstellen uns einen Bildordner, gehen in den dann rein und führen hier dann CMake aus. Und hier gibt es schon den kleinen Unterschied, denn ich führe normalerweise, habe ich ja vorhin gezeigt, Release-Builds aus, aber hier wähle ich Release with Debug-Info, weil wir möchten ja gegebenenfalls später, wenn das Programm beim Kunden läuft und in irgendeiner Form bekommt man dann irgendeinen Analysereport etc., möchte man dann auch debuggen können. Und da ist wichtig, dass man bei CMake Rel with Debug-Info angibt als Build-Type, denn da wird auch die PDB erstellt. Sie sehen dann, wenn Sie CMake-Build-System gewohnt sind, dass als C- und CXX-Compiler normalerweise die CLX-E eingetragen ist. Hier ist aber jetzt der Clang-Compiler eingetragen, nämlich der des AX-Protector-CDPs. In dem Fall Version 18.17 und wird aus dem AX-Protector-SDK-Pfad genutzt. Insgesamt befinden wir uns nochmal als kleine Hilfestellung in einer Developer-Prompt VS 2022. So. Bauen wir das Programm jetzt mit Ninja, wird es im Hintergrund mit AX-Protector CDP übersetzt. Und nun versuchen wir es mal auszuführen. Erwartung erfüllt, denn ich habe nämlich keine Lizenz 6.10.13 programmiert und siehe da, es bringt direkt die Fehlermeldung, dass die Lizenz nicht da ist. Deswegen werde ich jetzt mal die Lizenzen programmieren. So. Nun versuchen wir das Ganze nochmal auszufüllen. Und siehe da, es funktioniert. Ich gebe mal 5 ein und möchte darauf Fibonacci haben. Ist 5. Gebe ich nochmal die 10 ein. 55. Mal die 6 für die Fakultät. Also das Programm funktioniert und der aufmerksame Zuschauer wird auch festgestellt haben, dass unten rechts in der Ecke mein Code mit der CC läuft und dort immer fleißig die Lizenzen angefordert werden. Also wir sehen auch tatsächlich, hier tut sich was im Hintergrund mit dem CodeMeter-System. Hier wird tatsächlich eine Lizenz genutzt. Wenn wir das ganze Programm nun aber in eine modulare Lizenzierung überführen wollen, also angenommen, ich möchte Fibonacci und Fakultät-Funktion unterschiedlich lizenzieren, dann tut man das am besten mit der Modular Licensing Funktionalität. Hierzu inkludiert man zunächst die Vibu CDP.h, um sich die Makros des CDPs in die Source-Datei reinzuziehen. Und dann kann man Vibu CDP Encrypt with License List nutzen, um eben die Lizenzliste einer Funktion zuzuweisen. In dem Fall möchte ich Lizenzliste 1 der Fibonacci-Funktion zuweisen und Lizenzliste 20 der Fakultätsfunktion. Wichtig beim CDP ist, dass man bei Modular Licensing die Lizenzliste vorher prüft, bevor man eine Funktion aufruft, die eine Modular Licensing Lizenz nutzt. Warum ist das so? Wir müssen da jetzt hier vor allen Dingen den Fall betrachten, wenn die Lizenz nicht da sein sollte. Denn die Anwendung hat keine andere Option, als anzuhalten oder sich zu beenden. Weil es gibt ja keinen Alternativpfad, wenn man keine Abfrage machen würde. Wenn man da jetzt die CBS Events nutzt als Nutzerschnittstelle, dann bietet sich da an, dass da eben entweder eine eigene Routine geschrieben wird, wie man diese Lizenz-Missing-Events abfängt, oder im Standardfall wird da ein Dialog aufpoppen, der eben sagt, dass man wiederholen drücken kann, um eben die Lizenz anzustecken oder eben abbrechen, um die Anwendung zu beenden. Mit WUPI bietet sich allerdings an, dass man hier vorher diese Lizenzliste prüft, ob tatsächlich die Lizenz da ist mit CDP WUPI Check License. Und das sehen wir hier im Fibonacci-Modus, prüfe ich vorher die Lizenzliste 1 ab, kann dann eben auf den Fehlerfall reagieren, sodass die Anwendung sich entsprechend anders verhält. Genauso für den Fakultätsmodus.
Hier würde ich die Lizenzliste 20 abprüfen. So, probieren wir jetzt mal das Ganze zu übersetzen. Solange er übersetzt, im Prinzip, wenn ich jetzt den AX Protector Classic verwende, sieht mein Code fast genauso aus. Und anstelle von dem CPS Ruby Check License empfehlen wir dort einen Ruby Check License zu machen. Also auch vor der Ausführung ist denn die Lizenz eigentlich da. Und im Gegensatz zum Markieren mit dem Makro hier, mache ich dort einen Ruby Deckel Func, was im Prinzip ein DeckelSpec DLL Export ist, damit wir es in der Exporttabelle wiederfinden können. Und der einzige Unterschied ist dann, dass ich quasi vom Handling her die Zuordnung zur Lizenzliste außerhalb mache in der Config-Datei, während ich hier alles schon im Quellcode machen kann. Das heißt, also aus meiner Sicht ist das Potenzial, das Risiko, dass jemand in der Config-Datei was falsch zuordnet, höher als hier im Quellcode, weil hier im Quellcode macht es der Entwickler, der schreibt das, das passt im Prinzip zusammen und damit aus meiner Sicht mehr zuverlässig. So, führen wir jetzt mal das Programm aus und sehen, wenn ich jetzt nochmal die Funktion ausführen möchte, kommt jetzt ein Lizenzfehler. Ein anderer als vorhin, weil eben über die WUPI-Funktion nicht die Standard-CPS-Events-Handling-Funktionalität abgefragt wird, sondern dann weiß man ja selber, was man tut. In dem Fall wollte ich den Get-Last-Error von WUPI abfragen und bekomme deswegen die 200 für Lizenzeintrag nicht gefunden. Damit das Ganze funktioniert, werde ich jetzt mal die Lizenzen programmieren. Und das nochmal versuchen auszuführen. Und ich sehe, jetzt funktioniert es. Und wir gucken mal unten in die Ausgabe. Es wird Lizenz 6.010.14 angefragt. Und jetzt versuchen wir nochmal die Fakultät zu berechnen. Und wir sehen, jetzt wird die 15 angefragt. Also das, was man eigentlich erwartet. Und das Ergebnis ist sogar korrekt. Super, dann funktioniert ja sogar der CDP immer noch einwandfrei, auch semantisch so. Ich hätte es nicht anders erwartet. Schauen wir uns noch mal kurz den Freemium-Modus an. Der ist eigentlich identisch zu dem Modular-Licensing-Modus, außer dass eben die Basislizenz, in dem Fall die Lizenzliste 0, nicht mehr den Typ Codemeter-Lizenz hat, sondern No-License. Also das ist immer nutzbar, die Lizenz ist direkt integriert, kann also ausgeführt werden ohne externe Lizenz. Lediglich die Funktionen Fibonacci und Fakultät benötigen dann die Lizenz zur Ausführung. Ich werde das jetzt nicht kompilieren, weil ich denke, es ist klar, wie das funktioniert. Ich sehe gerade, Axel, hier in der License-Liste, da sind Lücken erlaubt, 0, 1 und 20. Genau, weil wir ja immer den Use Case haben, dass Kunden die Lizenzlisten entsprechend ihrer Product Codes definieren. Zur einfacheren Findung haben wir das auch automatisch so gemacht, dass man eben da auch Lücken erlaubt und eben diese Werte frei wählen kann im Bereich von einem 32-Bit-Integer. Jetzt kam hier gleich eine relativ gut passende Frage aus dem Chat. Wie sind denn die Erfahrungswerte für die Verlängerung der Kompilierzeit? Also jetzt nicht die Laufzeit, sondern beim Kompilieren. Genau, dann ist jetzt vielleicht schon aufgefallen während der Präsentation oder während des Demos, dass die initiale Kompilierung von einem kleinen Projekt eine kleine Penalty bekommt. Das ist, weil man den Daemon, der intern für die Kompilierung zuständig ist und die Orchestrierung der einzelnen Obfuskierungsschritte, dass der initial erstmal hochfährt und Lizenzen abfragt. Das heißt, wenn man bloß 1 bis 2 Source-Dateien übersetzt, wird man erstmal einen Impact merken. Bei großen Projekten ist dieser Impact aber nicht mehr so sichtbar, weil eben dann dieser Daemon schon hochgefahren ist und dann übersetzen alle Dateien mehr oder weniger identisch. Also natürlich gibt es einen kleinen Overhead, aber besonders bei ganz kleinen Projekten wird er höher sein, weil eben diese Infrastruktur erstmal die Lizenzen abfragt. Gut, kommen wir jetzt aber zurück zur Präsentation, nicht, dass uns noch die Zeit davonläuft. Nämlich zu dem ganz wichtigen Thema, und zwar Code Moving. Rüdiger hat es vorhin schon angedeutet, das ist unsere, ich sag mal, stärkste Waffe gegen Angreifer, weil eben hier das Schutzprinzip ist, dass die Programmausführung nicht auf dem eigenen Rechner stattfindet, sondern die wird ausgelagert in einen sicheren Vertrauensanker, in dem Fall ein Codemeter-Stick oder eine CM-Cloud-Instanz. Also der Code ist zu keiner Zeit von Angreifer sichtbar. Früher musste man das alles manuell machen. Diejenigen, die früher den AX Protector Classic genutzt haben, wissen, wovon ich rede.
wo Source Code in der C-Datei geschrieben werden musste. Es musste dann ein WPI-Befehl aufgerufen werden, etc. Also das war schon ein bisschen, ich sag mal, eine manuelle Arbeit, weil eben auch das ursprüngliche Programm angepasst werden musste. Wir haben uns jetzt mit CDP was ausgedacht, und zwar, dass man eine Annotation über eine Funktion schreibt und der CDP analysiert die Funktion dann nach der längsten Sequenz, die isoliert in dieser externen Ausführungsumgebung ausgeführt werden kann. Schauen wir uns hier in dem Beispiel diesen kleinen Kontrollflussgraph von der Funktion an. Da sehen wir zum Beispiel, dass ein kleiner Diamant-Pattern wird zum Beispiel vom CDP als extrahierbar klassifiziert und kann damit, wie rechts zu erkennen, vollkommen rausgelöst werden aus dem Kontrollflussgraph und zur Laufzeit dann zum Dongle transferiert werden. Dort wird er entschlüsselt, ausgeführt und die Ergebnisse werden zurückgeliefert. Das heißt, ich kann beliebig viele Funktionen als Copemoving deklarieren oder annotieren und diese werden dann sicher in der Anwendung gespeichert und nicht in der Lizenz. Das ist ganz wichtig, weil damit können wir auch skalieren. Also der Dongle hat einen relativ kleinen Lizenzspeicher, von dem her würden einige Programme den schon sprengen, aber die werden on-demand erst zum Dongle transferiert. Kommen wir nun zu einer Gegenüberstellung von den einzelnen Schutzfeatures. Ich denke, Rüdiger, einige davon kennst du. Genau, also die Encryption Basic Obfuscation, das ist das, was quasi in den ersten Features drin war, außer Advanced Obfuscation. Das heißt, es werden Strings verschlüsselt, es werden Konstanten verschlüsselt und die Jump Indirection. Das heißt, im Prinzip der Code, der zerwürfelt wurde oder verschnitten wurde, wird über diese Jump Indirection wieder dynamisch zusammengesetzt. Auf der rechten Seite Advanced Obfuscation, da würde ich wieder an dich zurück übergeben, Axel, was das denn alles für tolle Sachen sind. Genau. Einigen Experten wird wahrscheinlich der ein oder andere Begriff geläufig sein, aber natürlich klingen die alle ein bisschen wild. Instruction Substitution, Call Intervention, RTTI Obfuscation, das sind alles so Techniken, die sagen wir so im Lehrbuch der guten Obfuskierung alle wiederfindbar sind, genauso wie über Park Predicates. Gerade die RTTI Obfuskierung ist etwas, was sehr mächtig ist, weil wenn man C++-Programme übersetzt, dann werden V-Tables im Hintergrund im Binary eingebettet, die immer noch Typinformationen beinhalten. Und die bleiben eigentlich noch erhalten, wenn man Symbole strippt. Von dem her ist es wichtig, dass man die umbenennt, um eben den Angreifern auch wichtige Informationen zu unterschlagen, die auf die Analyse des Programms, die sie einfach erleichtern, die Analyse. Insofern, das sind mächtige Tools, um eben das Programm zu härten. Genauso wie Code-Virtualisierung, was wir jetzt neuerdings mit L50 anbieten, oder Function Interleaving. Natürlich mag dem einen oder anderen jetzt das als ziemlich performance-lastig hindeuten. Und da haben wir aber was dagegen. Aber Rüdiger, du hast noch eine Frage? Genau, weil im Prinzip jetzt wollte ich gerade die Frage stellen, die schon mittlerweile 10-mal im Chat kam und ich 10-mal gesagt habe, wir kommen gleich dazu, nämlich gerade diese Advanced Obfuscation, das klingt für mich so wie, das hat ja einen huge Impact on Performance, wird meine Anwendung jetzt auf einmal nur noch ein Zehntel so langsam, habe ich jetzt also irgendwie da 900% Performance-Verlust, also wie sieht das aus und was können wir machen dagegen? Genau, natürlich gilt auch bei uns der Grundsatz, Sicherheit braucht Zeit. Aber wir können das ein bisschen justieren, wie viel Zeit das Ganze braucht, nämlich mit unserer Automatic Protection Pipeline. Und wie ist die aufgebaut? Wir haben da verschiedene Möglichkeiten, Daten zu akquirieren, um eben die Obfuskierung zu verteilen. Zum einen ist das eine Technik, die man aus der Programmoptimierung kennt, nämlich Profile Guided Optimization, dass im Endeffekt ein Ausführungsprofil einer Anwendung erstellt wird in einem bestimmten Testszenario. Und das wird dann dem Compiler wieder gegeben, damit er das Programm besser optimieren kann. Und wir haben uns gedacht, das ist ja eigentlich ein Konzept, was wir genauso für unsere Obfuscation brauchen. Und deswegen waren wir da so frei und haben es für uns im Profile Guided Obfuscation umbenannt und bieten dann im CDP einen Modus, der eben so ein Profile erstellt. Also Sie haben ein Testszenario, was eine übliche Verwendung Ihres Programmes widerspiegelt. Das lassen Sie einmal durchlaufen. Damit wird dieses Execution Profile erstellt und das können Sie dann im folgenden Kompilat dem CDP übergeben und der wird dann die Obfuskierung entsprechend anpassen. Das heißt, das
Code, der sehr, sehr häufig ausgeführt wird, wird weniger obfuskiert und der, der seltener ausgeführt wird, stärker. Das Ganze wird noch mitgefüttert durch Metriken, die wir über Funktionen aufstellen. Also sind die mehr von integrativer Natur, das heißt, rufen die mehr andere Funktionen auf oder sind das mehr operative Funktionen, also haben die selber richtige Logikbefehle und Arithmetik drin und dementsprechend wird nur eine Transformation angewendet, die auch tatsächlich mehr Relevanz für die jeweilige Funktion hat, weil nicht jede Transformationstechnik hat denselben Impact, je nachdem, um was für eine Funktion es sich handelt. Deswegen ist eine intelligente Einsteuerung da schon sehr, sehr wertvoll. Genauso haben wir ein kleines Protection Model integriert, was im Endeffekt anhand des Namens der Funktion uns Hinweise gibt, ob das eine High-Performance-Funktion ist oder ob die sensitiven Inhalt enthalten könnte. Wie zum Beispiel, wenn die Funktion heißt Gather Secure Key, dann ist das für uns ein Hinweis, dass das mehr obfuskiert werden sollte als eine andere, die Run Fast heißt oder Update. Und insgesamt sieht man dann auf der rechten Seite, wir bilden dann so ein kleines Netzwerk und können dann die Obfuskierungstechniken entsprechend verteilen. Das heißt, ich habe es richtig verstanden, Axel, ich schütze das einmal, dann lasse ich das im Prinzip mit so einer Art Testmodus laufen und das Ergebnis fließt dann beim nächsten Schützen wieder ein. Richtig. Und da sich der Kern der Anwendung, also in einer Großanwendung wird sich der Kern sehr, sehr selten ändern. Und damit kann auch dieses Schutzprofil immer wieder über eine bestimmte Zeit verwendet werden. Natürlich raten wir, dass das von Zeit zu Zeit immer mal wieder neu zu erstellen, einfach auch damit der aktuelle Code wieder mit abgedeckt ist, aber der Großteil der Applikation sollte mit einem Schutzprofil immer gleich abgedeckt sein. Also im Prinzip ist das so AI-basiert, das heißt, du hast ein Trainingsmodell, was du selber trainierst und irgendwann quasi wird dann aufgrund von dem eine Entscheidung getroffen. AI-based Richtig. Protection ist das eigentlich hier, oder? Ja, da wollen wir ja auch hin. Wir müssen ja auch ein bisschen mit AI spielen. Gut, wir wollen natürlich Ihnen nochmal zeigen, wie das automatische Code-Moving funktioniert und auch, wie man die erweiterte Obfuskierung parametrisiert. Dafür haben wir auch Beispiele vorbereitet. Wie soll es auch anders sein? Und zwar CodeMoving. Schauen wir uns erstmal das Programm an. Und da wird Ihnen direkt auffallen, das sieht doch relativ ähnlich aus. Natürlich ist es das gleiche Programm, aber uns geht es ja darum, wie nutzt man CodeMoving. Und hier sehen wir, statt Vibu CDP Encrypt with License List, haben wir jetzt CodeMoving with License List drin. Dass ich jetzt hier die Lizenz zu 0 verwendet habe, ist einfach nur Convenience, damit wir eben mit einer Lizenz alles erschlagen können. Aber es soll das Ganze, das Wesentliche zeigen, dass man eben nicht mehr die Funktion in eine extra Datei auslagern muss, sondern man attributiert sie hier einfach mit dem Makro und dann wird sie automatisch versucht, vom AX Protector CDP in eine CodeMoving-Funktion zu überführen. Eine kleine Anmerkung, natürlich ist es immer noch möglich, selber eine CodeMoving-Funktion in C zu schreiben und mit CDP zu integrieren. Das ist immer noch funktional. Aber wir dachten, dieser Automatismus macht es noch wesentlich einfacher, auch bestehende Funktionen zu nutzen. Schauen wir uns nun an, wie die Schutzdefinition aussieht. Also, die sieht relativ schlank aus, weil wir eben nicht mehr diese externen Dateien angeben müssen. Wir müssen lediglich das Access-Passwort angeben, in dem Fall SSMy-Passwort. Und Rüdiger, das Access-Passwort ist ja immer so eine Sache, wie gebe ich denn das in der License Central an? Genau, also wenn Sie die License Central verwenden, vorhin hat der Axel mal mit 10 Box PGM schnell die Lizenz erstellt. Die License Central kann das natürlich auch alles, also im produktiven Betrieb würde ich eher die einsetzen und das Access-Passwort ist ein Hidden Feature, das heißt, wenn Sie das in der License Central nutzen wollen, dann gibt es auch Webinar oder Anleitung von uns, wie man das einschaltet, das heißt, man geht in eine Konfiguration, schaltet das ein und dann kann ich es ganz normal als ein Product Item Option in der Oberfläche setzen. Aber ich sagte, ich muss es vorher entsprechend aktivieren, weil das ein Hidden Feature ist in der License Central. Super, dann wissen wir da auch Bescheid. Gucken wir uns jetzt noch an, wie die CMake-List aussieht. Die sieht relativ identisch aus, weil es ist ja alles nur abhängig von der Vibu-CPS-Conf-Datei. Der Rest ist so wie davor, lediglich unsere Include-Directories. Das habe ich vor uns bei dem Modular-Licensing gezeigt. Also wenn man Ruby nutzt, dann muss man auch das Include-Directory nutzen oder angeben. Aber ansonsten ist das so, wie man es erwarten würde. Füllen wir mal das Programm jetzt aus, also versuchen wir es erstmal zu übersetzen, das ist der wichtigere Schritt. Natürlich wie gewohnt unser Bildordner und dann der CMake-Befehl. Läuft wieder durch und wir bauen das Programm.
So, gebaut ist es. Führen wir es jetzt mal aus. Lizenz nicht da, natürlich. Weil wir die, ich habe eine andere Lizenz für Cobomin gewählt. Der aufmerksame Zuschauer wird es gesehen haben, das ist die 9009. Die muss ich noch programmieren. Wir sehen, CMBOX BGM kann nicht nur direkte Kommandozeile, sondern auch eine Datei als Eingabe verwenden. Die liegt im BBC hier. So am Rande. Ja, Box BGM ist schon cool. So, nun probieren wir mal, das Programm nochmal auszuführen. Ich tippe wieder meine 10 ein, weil ich mag die 10. Und wir sehen, es hat geklappt. Es hat jetzt aber 400 Millisekunden gedauert. Ich mache es nochmal. Nochmal mit einer 10, einfach nur, damit wir einen besseren Vergleich haben. Wir sehen, dass es jetzt kürzer geht. Also wir haben jetzt nur noch ein Zehntel der Ausführungszeit. Und woran liegt das? Wenn man Cocomwing in dem Programm nutzt, dann muss ich initial beim Aufruf der ersten Cocomwing-Funktion im Hintergrund das System erstmal initialisieren, den Kommunikationskanal zum CM-Container aufbauen. Und das braucht ein bisschen Zeit. Danach ist dieser Kanal erstellt und es kann dann über diesen direkt mit dem Dongle kommuniziert werden oder mit der CM Cloud Instanz. Und deswegen sind zukünftige Befehle auch schneller. Wir versuchen jetzt nochmal die Fakultätsfunktion. Wenn ich jetzt die andere Funktion aufrufe, ist das dann auch schnell? Genau, ich habe jetzt extra deswegen Fakultät genutzt und wir sehen hier, das ist 37 Millisekunden und davor für Fibonacci war es 42. Wir können jetzt natürlich nochmal einen größeren Wert nehmen für die Fakultät, zum Beispiel 40. Und hier sehen wir, geht auch einmal frei. Ja, machen wir nochmal 40 für Fibonacci. Braucht es ein bisschen länger. Aber sehen wir, der Dongle macht tatsächlich was. Insofern, es schwankt alles so um die Ausführungszeit. Ich glaube, Axel hat es vorhin schon mal gesagt gehabt, aber nochmal zum Verständnis. Im Prinzip, der Code wird jedes Mal neu in den Dongle oder in den Cloud-Container, geht auch mit Cloud, entsprechend runtergeladen, was einfach das Ganze skalierbar macht. Das heißt, ich kann verschiedene Programmversionen, ich kann in einem Programm 100, ich kann 1000 Stellen als Code-Moving machen. Das heißt, ich bin skalierbar von wie viel Code-Moving ich einsetzen will, muss halt das dann immer jedes Mal neu runterladen. Wenn wir sehen, das Runterladen, Entschlüsseln im Dongle oder im Cloud-Container und Rückgabeberechnung und Rückgabe der Werte, sind wir hier bei diesen eben 40 Millisekunden für solche Funktionen, die in unserem Fall eine Fibonacci-Folge oder eine Fakultät berechnen. Richtig. Wichtig ist aber noch, und vielleicht ist jemandem aufgefallen, wir haben in unserer CMake-List noch einen Wert gesetzt und das ist Vibu CDP Cocomwing Statistics. Und hier wird ein Parameter angegeben, also diese Zeile ist optional, aber die hilft einfach, damit man sich eine Übersicht erstellen lassen kann durch den CDP, der einem anzeigt, welche Funktion macht denn Sinn, sie zu annotieren mit CodeMoving. Denn nicht jede Funktion ist gleich gut extrahierbar. Und gucken wir uns mal die Datei an. Das ist eine CSV-Datei, die immer mit der SourceCode-Datei beginnt und danach mit den Funktionen, die im Endeffekt in der SourceCode-Datei enthalten sind. In dem Fall haben wir unsere Fibonacci-Funktion, Faculty Main und eine Standard-Library-Funktion. Und hier sind zwei Werte wichtig. Und zwar, das ist der erste Wert nach dem Funktionsnamen und der letzte Wert. Fangen wir mal mit dem letzten Wert an. Das ist nämlich die maximale Anzahl an Instruktionen, die in der Funktion drin existieren, die operativ sind. Also die im Endeffekt wirklich Arithmetik und Semantik beinhalten. Der zweite Wert, also direkt nach dem Funktionsnamen, gibt an, wie viel Instruktionen und Daten denn extrahiert werden können für die Cocomwing-Ausführung. Und wir sehen hier, dass der Wert schon höher ist als der letzte. Das heißt, es wird sowohl Code als auch Daten extrahiert. Und damit eignet sich die Funktion sehr gut, weil ja eben das meiste abgedeckt ist. Genauso bei der Fakultätsfunktion, hier können wirklich 23 von 23 Instruktionen extrahiert werden. Im Vergleich dazu die Main-Funktion, da gibt es 47 Instruktionen, aber 0 können nur extrahiert werden. Das heißt, wenn man jetzt die Main-Funktion annotieren würde mit Cocomwing with License List, dann würde auch ein Fehler kommen, weil eben gar nichts extrahiert werden kann. Insofern hat man da hier schon mal eine gute Hausnummer, wie man eben diese Funktion am besten aufteilt für Cocomwing. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Advanced Obfuscation, wie man das spezifiziert. Wie man es erwarten würde, das hatte ich auch schon auf den Slides gezeigt, 3 Zeilen, Obfuscation, Code, True. Wichtig ist hier noch, dass man im Code auch Makros zur Verfügung hat, in dem Fall Apply Obfuscation, wo man eben sagen kann,
Ich möchte garantiert, dass diese Funktion obfuskiert wird, denn durch diese Automatic Protection Pipeline kann es sein, dass der CDP die Obfuskierung verschieden streut, weil er eben keinen Input von oder vielleicht Input bekommt, der trotz auf eine Hot-Funktion hinweist, die man aber trotzdem obfuskieren möchte. Dann kann man das dediziert mit VBoot CDP Apply Obfuscation tun. Oder wenn man eben gar keinen Protection Profile nutzt, dann hat der CDP ja überhaupt gar keine Kenntnis darüber, was ist in dem Programm wichtig und was nicht. Und da kann man auch selber natürlich mit CDP Apply Obfuscation dann Hand anlegen. Das ist vor allen Dingen auch für eingebettete Systeme wichtig, wo Codegröße relevant ist, dass man eben dort dediziert nur Funktionen obfuskiert, die sicherheitsrelevant sind und IP enthalten. Und damit kann man auch die Codegröße relativ klein halten, auch für obfuskierte Binaries. Gut, ich werde das Programm jetzt nicht übersetzen, weil das funktioniert ohne Lizenz. Wichtig ist nur, dass man es mal gehört hat, dass es da Makros gibt. Man kann da auch in dem How-To nachlesen, was in dem CDP-Installationsfolder enthalten ist. Da ist das alles nochmal beschrieben. Und ich denke, wir können jetzt zurück zur Präsentation gehen und uns noch dem nächsten wichtigen Thema widmen. Und das ist OS Security. Damals, wo wir CDP ins Leben gerufen haben, also wie Rüdiger vor uns gerade hat, vor 5 Jahren für CodeMeter, sind wir den Grundsatz gefahren, dass Code zur Laufzeit nicht geändert wird, nur obfuskiert und Daten nur verschlüsselt werden. Und damit haben wir natürlich schon ein bisschen in die Zukunft geblickt, weil aktuelle Betriebssysteme, wie wir es zum Beispiel bei Apple sehen mit der Einführung von Apple Silicon, gehen immer mehr in Richtung Härtung der Systeme. Also bei Apple nennt sich das direkt Hardened Runtime. Das heißt, ein Programm wird signiert und kann zur Laufzeit nicht mehr geändert werden. Das ist vor allen Dingen für Code relevant, weil eben dort der Prozessor feststellt durch Speicherschutzfunktionen, wann wird ausführbarer Code modifiziert und verwehrt dann die weitere Ausführung des Programms. Das heißt, klassische Schutzverfahren wie Verschlüsselung sind dort nicht mehr möglich. Deswegen ist eben die Obfuskierung wichtig, weil die eben den Code nicht ändert zur Laufzeit, sondern der bleibt bestehen. Aber durch die Kontrollflussverschlüsselung entschlüsseln wir Daten und das ist erlaubt auf dem System. Und wir sehen auch in Zukunft, dass bei SE Linux solche Techniken, solche Speicherschutzfunktionen immer mehr Relevanz finden. Und auch Microsoft hat zum Beispiel dieses Jahr Security als Top Priority gesetzt. Da bin ich der festen Überzeugung, dass wir da in Zukunft für ganz spezielle Systeme auch noch solche Härtungen sehen. So, und ich denke, Rüdiger, du kannst eigentlich schon mal zusammenfassen, was wir heute alles gelernt haben. Genau, also wir haben jetzt gesehen, dass gerade der Vergleich X-Protector klassisch und X-Protector CTP. Wir haben halt hier Obfuskierung versus Verschlüsselung. Das heißt, beim klassischen verschlüsseln wir die Anwendung. Beim CDP wird die Anwendung obfuskiert und es werden Datenteile verschlüsselt, was eben genau diese Möglichkeit für die harten Betriebssysteme möglich macht, das auf denen eben auch auszuführen. Wir können das Hybrid machen. Das heißt, also wir machen die Code-Obfuskierung und die Datenverschlüsselung. Und genau diese Integration schon zur Kompilierzeit ist eben der Schlüssel für eine extrem hohe Sicherheit, die man damit erzeugen für Native Code, also sprich für Code in C, C++, Rust und so weiter, der mit eben LLVM-Compilern übersetzt wird. Und unsere Lösung, AX-Protector CTP, ist eben eine zukunftsträchtige Technologie, die eben genau diese Integration auf einer tiefen Ebene automatisiert während des Kompiliervorgangs macht und eben für C, C++, Rust, demnächst Swift und für Windows, macOS und Linux und wie ich heute gelernt habe, auch bald für Windows ARM entsprechend verfügbar ist. Ich habe im Chat hier ganz, ganz viele Fragen bekommen. Axel, ich weiß nicht, ob wir heute alle hier entsprechend durchkriegen. Einige habe ich schon versucht zu beantworten, aber wir gehen einfach nochmal durch, ob du vielleicht auch noch was ergänzen möchtest. Unter AX Protector konnte man den Level der Verschlüsselung einstellen. Wir nutzen immer 100%. Ist das bei CTP auch einstellbar? Ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz vergleichbar, oder? Also wir bieten grundsätzlich, wenn man diese Automatic Protection Pipeline nicht nutzt, also man gibt kein Feedback rein, dann wird der AX Protector grundsätzlich mehr oder weniger so ein Shotgun-Verfahren fahren und wendet im Endeffekt auf alles Mögliche nach einem gewissen Schema Obfuskierung an. Also damit ist Ihre Anwendung auch nahezu zu 100% sicher.
Natürlich werden manche Sachen, die für uns als High Performance oder hochperformant hindeuten, ausgenommen. Die können dann aber halt durch diese Annotation, die ich gerade gezeigt habe mit Apply Obfuscation, auch noch obfuskiert werden. Also das ist im Endeffekt so möglich, dass man da nahezu 100% die Anwendung schützen kann. Wenn natürlich aber die Automatic Protection Pipeline genutzt wird und es wird eine Hot-Funktion dann detektiert, dann macht es aus Obfuskierungssicht keinen großen Sinn, die stark zu obfuskieren, weil dann geht wirklich die Performance runter und das kann bei großen Applikationen dann dazu führen, dass sie eben nicht mehr nutzbar wäre. Deswegen macht es so Sinn, die außen vor zu lassen, weil die auch meistens nicht den IP enthalten, der wirklich relevant ist. Also ich habe gerade verstanden, Axel, wenn ich nichts mache, habe ich automatisch 100%. Richtig. Gut, dann eine zweite Frage, die sehr interessant ist. Wir vertreiben eine DLL und nutzen daher momentan nur den EX Protector, weil ansonsten, klar, die Probleme sind dann offensichtlich, wenn die DLL, die Lizenz nicht da ist, kann sie nicht geladen werden. Kann ich hierfür den CTP verwenden? Ich würde sagen, definitiv ja. Und das Freemium-Modell, was wir vorhin gezeigt haben, wäre hier die richtige Lösung. Das heißt also genau für solche Fälle, ich habe eine DLL, die als Plugin irgendwo ausgeliefert wird, die muss geladen werden. Und darf sich im Prinzip halt an einigen Stellen dann sagen, nee, ich kann das nicht machen, aber sie muss einfach prinzipiell gehen, soll trotzdem geschützt sein. Das ist genau der Anwendungsfall, den wir hier mit dem CTP sehr gut abdecken können. Also das passt auf jeden Fall. Ich möchte da noch anmerken, der CTP ist vor allen Dingen für Programme gut, die eben in diesen geretteten Umgebungen arbeiten. Das ist der eine Punkt. Aber zum anderen ist es auch noch, wenn ich wirklich IP-Protection haben will. Also Lizenzierung können wir auch mit dem alten AX-Protector, aber wenn ich wirklich reine IP-Protection als Anforderung habe, dann ist die Advanced Obfuscation, die nur mit CTP zur Verfügung steht, der Weg der Wahl. Denn das ist das, was wirklich den Unterschied ausmacht. Und wenn Sie jetzt dieses Plugin haben, was eben Code enthält, der geschützt werden soll, dann empfehlen wir auf jeden Fall, dass dort diese Advanced Obfuscation angewendet wird. Und die funktioniert ja auch ohne Lizenz. Sie können das dann alles selber wählen, ob Sie eben dort noch eine Lizenzbindung dran machen. Aber dafür ist der CTP gut, wenn IP-Protection bei Ihnen an oberster Priorität steht. Hier kam jetzt nochmal eine Frage, eine Nachfrage zur Kompilierzeit. Du hast ja vorhin erklärt, dass sie relativ gering ist mit diesem einmal Overhead. Die Frage war, wenn diese Advanced Obfuscation verwendet wird, wird das dann dadurch nochmal deutlich langsamer und wenn ja, wie viel? Also wir haben da jetzt keine natürlich pauschalen Aussagen, weil jedes Projekt ist anders. Wenn Sie eine CPP-Datei haben, die viele Lines of Code hat, wirkt sich das anders aus, als wenn Sie mehrere kleine Dateien haben. Das ist, ich sage das so, it depends. Wenn Sie natürlich aber Automatic Code Moving nutzen oder Code Virtualization, dann erfordert es mehr Ressourcen, um was zu transformieren, als wenn Sie die normale Advanced Obfuscation nur nutzen mit den Standardtechniken, die dort eingebettet sind. Also gerade Code Moving kann bei invasiver Anwendung zu leichten Einbrüchen führen, aber insgesamt, also wir bauen unser ganzes System immer mit Obfuskierung durch. Und unsere Software ist sehr komplex und die CI-Zeiten sind in wenigen Minuten. Und von dem her, also das ist auf modernen Systemen verschwindend gering der Overhead. Es kam noch eine Frage gerade rein, Axel, weil das eher eine Anmerkung ist. Wir sollen noch erwähnen, dass das die einzige Lösung ist, die eben auf Mac, ARM entsprechend auf diesem Level funktioniert. Dann hat das wohl jemand schon getestet und wollte das noch als einen Hinweis uns. Genau, also da wird man auch bei der Konkurrenz, die vordergründig nur Verschlüsselungslösungen anbietet, eben sich eine Zahl ausbeißen, denn Verschlüsselung ist unter Mac OS quasi tot, für Code wohlgemerkt, denn das verbietet das System ganz einfach. Also das unterstützt Apple nicht mehr und deswegen ist auch aktuell der Classic AX Protector Mac OS, den kann man quasi nicht mehr einsetzen, nur noch auf alten macOS-Systemen. Und dafür haben wir eben auch den AX-Protector CTP ins Leben gerufen, um auch für macOS eben eine adäquate Schutzlösung für Sie zu bieten. Ich frage doch nicht jemand nach einer verbesserten Online-Hilfe. Das gebe ich das so. Das ist ein berechtigter Einwand, das wird kommen. Den gebe ich auch entsprechend weiter.
Aber ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Also in dem Icebreaker CDP Ordner gibt es eine howto.html. Das ist zumindest so ein guter Einstiegspunkt, um in die Techniken des CDPs reinzukommen und in die Anwendung. Also falls Sie das noch nicht gesehen haben, gucken Sie sich das mal an. Das hilft auf jeden Fall. Aber wir werden da auch definitiv nachbessern in der Online-Hilfe. Sehr schön, Axel. Brauche ich Equipment Runtime? Wenn man Lizenzierung nutzen möchte, ja. Ansonsten nein. Die nächste Frage ist, brauche ich die CBSAT? Wenn ich Schutzoptionen zur Laufzeit nutzen möchte, wie die Debuggererkennung oder virtuelle Maschinenerkennung, dann ja. Wenn ich nur Advanced Obfuscation nutzen möchte, dann nein. Also dann ist die Anwendung komplett self-contained und hat gar keine Abhängigkeiten nach extern. Welche Lizenz brauche ich für den AX Protector CTP? Ich glaube, die Frage kann ich beantworten. Ich hatte vorhin erzählt, Native und CTP haben bis auf die Advanced Obfuscation die gleichen Feature Set und sie haben auch die gleiche Lizenz. Das heißt, wenn Sie die Lizenz für den AX Protector Windows kaufen, können Sie sowohl den klassischen AX Protector Windows einsetzen zum Verschlüsseln der fertigen Exe, als auch den AX Protector CTP, um eben die gleiche Funktionalität zu nutzen, eben auf der oder schon zur Kompilierzeit. So, und das gilt eben für den modularen Schutz, Code Moving und für diese ganzen Features ganz genauso. Das heißt, mit der gleichen Lizenz, die Sie den klassischen AX Protector eben für eine Plattform, für Windows, für Mac oder für Linux betreiben können, können Sie im Prinzip genau das Gleiche machen mit dem CTP. Einziger Unterschied ist, wenn Sie diese Advanced Obfuscation zusätzlich verwenden wollen. Also das, was auf der rechten Seite stand, was eben nicht nur eben dieser Basisschutz war und die Lizenzierung und eben der Schutz gegen prinzipiell gegen Reverse Engineering, sondern das, was eben nochmal deutlich on top drauf geht, das ist eine separate Lizenz, im Prinzip, die man dann eben für den AX Protector dazu kaufen kann. Das nennt sich dann CTO, Compile-Time Obfuscation. Das heißt, der AX Protector CTP hat genauso wie der klassische eben die Features Basic, Modularschutz, License-Free oder Unbound, Code-Moving, File-Encryption, die Optionen gibt es genauso und es gibt dort eben noch die Zusatzoption CTO und das ist diese Advanced Obfuscation, die ich zusätzlich noch kaufen kann und einsetzen kann, wenn ich das möchte. Ja, vielleicht noch eine Anmerkung für alle die sich mit der YAML schwer tun, die händisch im Text wieder zu schreiben und auf diverse Problemchen stoßen. Da wird es in Zukunft auch einen Modus in der AX-Projekte GUI, in der neuen AX-Projekte GUI geben, womit man auch, wie man es gerade schon machen kann mit .NET, sich diese Schutzkonfiguration zusammenklickern, wird es auch für CDP geben, damit man sich damit diese Vibu CBS-Conf erstellen kann. Wie viel größer wird die Exe-Achse? Je nachdem, wie viel man obfuskiert. Bei Obfuskierung lebt die Sicherheit durch Codezuwachs. Das ist nun mal so. Wir sagen, ich sage mal, im Schnitt ungefähr ja, doppelt so groß. Aber das hängt natürlich davon ab, wie ihr Execution-Profile ausfällt. Also das kann natürlich auch nur um die Hälfte so groß werden, aber es wird auf jeden Fall größer. Für eingebettete Systeme empfehlen wir den manuellen Schutzmodus, weil dort eben speziell von Ihnen ausgewählt wird, welche Funktionen obfuskiert werden sollen. Und dort kann dann der Schutz deutlich reduziert werden. Also das ist mit der Verdopplung ist natürlich auf diesen, ich sag mal, 100% Schutz jetzt erstmal ausgelegt, nur und diesen automatischen Protection. Der manuelle Schutz ist selber steuerbar über die Annotation und kann damit auch eben für eingebettete Systeme relativ schlank gehalten werden. So ein Decompiler hat doch auch einen Optimierungsmodus drin. Wenn ich jetzt so einen Decompiler mit Optimierungsmodus nehme, tut er dann die Obfuscation wieder rausschmeißen, Axel? Ja, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angemerkt. Ich habe es schon ein bisschen vorgezogen. Da haben wir bei uns eben die Testfälle im Testsystem drin, dass wir automatisch schon selber den Decompiler drüber laufen lassen und verifizieren, dass eben die Obfuskierung immer noch erhalten bleibt. Genauso, dass der Compiler auch selber durch Optimierungsdurchläufe eben auch die Obfuskierung nicht entfernt. Das wird bei uns alles getestet, denn die Obfuskierung würde dann gar nichts bringen, wenn man die einfachen Tools anwenden kann, die öffentlich verfügbar sind und dann einfach den Vibu-Schutz raushaut. Das ist nicht unser Anspruch. Von dem her tun wir schon alles, damit eben das nicht passiert. So,
So, ich glaube, wir haben jetzt, es waren so viele Fragen, ich glaube, wir haben alle Fragen mittlerweile durch. Entweder habe ich sie im Chat beantwortet oder wir haben sie heute hier vorgelesen. Sollte eine nicht drangekommen sein, dann schicken Sie die bitte uns nochmal persönlich. Ich glaube, wir sind durch. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die extrem rege Teilnahme, die ich jetzt auch am Ende bei den Fragen, die mich hier echt überrollt haben, gleichzeitig reden und tippen ist eine Herausforderung. Also ich sage vielen Dank für die aktive Teilnahme und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich sehen wir uns wieder. Auch von mir recht schönen Dank und bleiben Sie sicher, vor allem mit unseren Technologien. Bis dann!